bei André und die Morgenmädels. Ein Schweinchen namens Schweini. Ja, und Schweini grunzt wieder. Den Brasilien-Sieg hat er vollkommen richtig vorhergesagt, der Kleine. Jetzt greift unsere Mannschaft ins Geschehen ein. Deutschland gegen Portugal. Wir geben ab an unseren Sportreporter Jens Umbreit. Christine, er grunzt und er frisst vor allem Apfelstückchen und Joghurtringe. Das sind seine Lieblingsleckerlis. Und hinauf geht's auf den grünen Rasen, auf das Geläuf. Das schaut er sich ganz genau an. Und was macht er da? Hat er heute keine Lust, der Schweini? Da muss der Trainer eingreifen, die Taktik nochmals ein bisschen ändern. Zeigt ihm, wo es hingeht. Es geht zunächst mal zu Brazuca. Das ist der WM-Ball. Und unter Brazuca ist auch noch das ein oder andere Leckerli für Schweini. Und das sucht er sich jetzt ganz genau heraus. Unser WM-Orakel. Genau dort findet er die Sachen, die ihm so gut schmecken. Aber jetzt sollte er sich mal entscheiden, ob es eher Portugal oder Deutschland sein soll. Er schaut, er denkt, er guckt, er sieht die deutsche Fahne. Jawohl, jawohl, das ist die richtige Richtung. Jawohl, jawohl, Schweini. Willst du doch kein Schnitzel sein, dann beiße bei Deutschland rein. Schweini, das ist die richtige Wahl. Und das schauen wir uns doch mal in der Wiederholung an. Richtig gemacht, ähnlich wie beim Brasilien-Sieg, den der Schweini ja auch vorhergesagt hat. Geht er da mit einem kleinen Sprung, kurz angetäuscht, kurz geschnuppert und dann hinein in das Glück voller Apfelstückchen. Schweini, das hast du gut gemacht. Deutschland gewinnt also heute Abend. Der nächste Auftritt von ihm am Samstag, dann das Spiel Deutschland gegen Ghana.